Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Dinosaur Death Race. Das Ganze kommt jeden Samstag um 18 Uhr auf meinem Kanal und ihr könnt dabei mit etwas Glück mitmachen und auch eine Kleinigkeit gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, da kommen wir später zu. Kommen wir jetzt aber erstmal zur heutigen Rennstrecke. Das ist die vom letzten Mal. Die war ja sehr schwierig. Die meisten Kandidaten sind tatsächlich hier vorne im Iguanodon-Gehege ausgeschieden. Ich bin sehr gespannt, ob das heute ein bisschen besser funktioniert, ob die Kandidaten weiterkommen oder ob diese Strecke einfach zu schwer ist. Das werden wir dann, denke ich mal, gleich gemeinsam rausfinden. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Regeln für alle Leute, die das Ganze noch nicht so kennen. Wir haben insgesamt 10 Kandidaten, das sind 10 von euch, die hier gleich antreten werden. Davon immer jeweils 2 in einer Farbe. Hier rechts der Blaue und links der Blaue, die bilden sozusagen Team Blau. Und am Ende sammelt jeder Fahrer für sich Punkte, aber die Punkte von den Teammitgliedern werden dann zusammengerechnet. Und das Team, was dann am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, addiert, gewinnt dann hier das heutige Death Race. Und beide Gewinner gewinnen dann auch einen 5€ Amazon-Gutschein. Punkte zu sammeln ist gar nicht so schwer. Man muss eigentlich nur ein Parcours durchfahren und versuchen, möglichst weit zu kommen. Denn ihr seht immer bestimmte Bereiche, die dann auch eine Punktzahl oben dran stehen haben. Das heißt, das hier ist eine 1, das ist das erste Gehege. Wenn man hier ausscheiden sollte in diesem Gehege, dann würde man einen Punkt bekommen. Wenn man es allerdings schafft, weiterzufahren, zum Beispiel bis hier vorne und hier ausscheidet, würde man 2 Punkte bekommen. Das ist, denke ich mal, relativ verständlich. Die Punkte hat man immer sicher, sobald man das Gehege betritt. Das heißt, wenn man hier über die Linie fährt, dann hat man 2 Punkte sicher. Und ja, man kann dann immer weiterfahren. Hier vorne wären dann 3 Punkte, 4 Punkte und so weiter und so fort. Das Maximum, was man an Punkten sammeln kann durch Gehege, sind 8 Punkte. Das hier ist das letzte Gehege mit den Rexies, den König der Dinosaurier. Allerdings kann man sogar noch weitere zusätzliche Punkte sammeln, indem man auch dieses letzte Gehege hinter sich lässt und hier die Ziellinie überschreitet. Damit kommt der Erste, der das schafft, nochmal zusätzliche 5 Punkte obendrauf, der Zweite 4, der Dritte 3 und so weiter und so fort. Und dann wird halt am Ende alles zusammen addiert und das Team, was dann gemeinsam die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt hier das heutige Death Race. Was ich noch erwähnen muss, die beiden Teammitglieder, die fahren unterschiedlich, also nicht gleichzeitig los. Wir lassen jetzt gleich erst die ersten 5, die hier vorne stehen, losfahren und dann die zweiten 5, damit das Ganze nicht so ganz so chaotisch ist. Und ja, ist, denke ich, immer ein bisschen besser, weil sonst würde man die Übersicht verlieren. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zur heutigen Zulosung. Und dann kommen wir schon zu den heutigen Teilnehmern für das 6. Dinosaur Death Race. Wie ihr hier teilnehmen könnt, das verrate ich euch am Ende des Videos nochmal ein bisschen genauer. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den heutigen Kandidaten. Da haben wir als allererstes für Team Retro Cody Guides. Auch schon jemand, der sehr lange auf meinem Kanal zuschaut, also vielen Dank dafür, hast du dir auf jeden Fall verdient. Und dein Teammitglied, das ist heute der Alpha Phoenix. Auch herzlichen Glückwunsch an dich und viel Erfolg in dem Rennen gleich. Als nächstes haben wir hier Team Orange, das ist das VIP-Team, das losen wir gleich live zu. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich, wenn es soweit ist. Dann kommen wir zu Team Blau. Das bilden heute Creepy Yaya oder Crepe Yaya. Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht. Und dein Teammitglied, das ist Lennox Wetterhoff. Viel Glück auch an euch zwei. Dann kommen wir schon zu Team Rot. Das ist das Favoritenteam. Das hat, glaube ich, 4 von 5 Death Races gewonnen. Fragt mich nicht, wie sie es immer machen, aber ich glaube, sie haben getunte Autos. Ich weiß es nicht. Aber das bilden auf jeden Fall heute Lisa RSC. Zusammen mit Jamie Möhler. Auch herzlichen Glückwunsch an euch zwei und viel Erfolg gleich in dem Rennen. Dann kommen wir zum heutigen Premiere-Team. Das ist Team JWE. Das sind die Leute, die bei der letzten Videopremiere live mit dabei waren, in Anführungszeichen. Erstmal schöne Grüße an alle, die jetzt auch live zuschauen, Samstag um 18 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende des Videos habt ihr auch nochmal eine zusätzliche Chance, dann hier teilzunehmen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu denen, die bei der letzten Videopremiere ausgelost wurden, nämlich einmal Paula Ludewig. Und dein Teammitglied, das ist Darth Vader. Herzlichen Glückwunsch an euch zwei und viel Erfolg gleich. Und jetzt müssen wir nur noch Team VIP zulosen. Und das machen wir zusammen mit unserem tollen Mitgliederglücksrad hier. Wie das Ganze funktioniert. Es gibt verschiedene Mitgliederstufen auf meinem Kanal. Entschuldigung. Und je nach Mitgliederstufe habt ihr hier zusätzliche Chancen. Wenn ihr normaler VIP seid, habt ihr die einfache zusätzliche Chance,
so wie Justin Reimann hier oben zum Beispiel. Wenn ihr Premium-VIP seid, habt ihr die dreifache Chance, so wie Zelda-Fanboy hier oben. Und wenn ihr Elite-VIP seid, habt ihr die fünffache Chance, wie eine Meinung hier unten rechts. Ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend. Wir drehen das Ganze und finden mal raus, wer hier der erste Fahrer für Team Orange sein wird. Und das ist Mrs. Sunstorm. Miri, du bist wieder dabei. Herzlichen Glückwunsch. Mrs. Sunstorm ist die erste Fahrerin hier für Team Orange. Aber wir haben natürlich noch einen zweiten Platz hier. Und deswegen drehen wir das Ganze nochmal. Und schauen mal, wer hier das Teammitglied von Mrs. Sunstorm wird. Und das ist eine Meinung. Auch herzlichen Glückwunsch an dich. Du warst, glaube ich, jetzt auch schon öfter dran, oder? Miri war auch schon mal dran, das weiß ich. Na gut, ihr habt ja auch beide relativ hohe Chancen wegen eurem VIP-Status. Ich blende mal das Rad aus. Das sind auf jeden Fall die heutigen Teilnehmer. Und jetzt würde ich sagen, können wir anfangen mit dem heutigen Dinosaur Death Race. So Leute, wir können die Pforten öffnen. Es geht jetzt hier los für die ersten fünf Kandidaten. Da haben wir zum einen Cody Guides, Mrs. Sunstorm, Krepi Yaya, Lisa RSC und Paula Ludewig. Ich mache das Tor auf und los geht's. Ich bin sehr gespannt. Das erste Gehege ist übrigens das Dodo-Gehege. Das hat beim letzten Mal gar nicht so viel Ärger gemacht und so viele Probleme. Bin jetzt sehr gespannt. Die Kandidaten fahren hier auf jeden Fall gut weg. Cody Geiz kommt hier super durch. Gefolgt von Paula Ludewig. Oh, Cody Geiz wird jetzt zum ersten Mal hier weggerammt. Oh, nochmal weggerammt. Oh, nochmal weggerammt. Oh, schlägt sich jetzt hier fast. Das ist natürlich schon bitter hier. 14% schon verloren im Dodo-Gehege. Oh, jetzt wird es hier nochmal eng. Die Dodos stellen sich davor in den Weg. Und Cody, oh Gott! Die ersten Kandidaten werden hier komplett weggeschoben. Haben jetzt hier schon ordentlich Schaden kassiert. Mrs. Sunstorm kriegt hier auch einen mit. Cody Geiz hat nur noch 67%. Eieiei. Aber Mrs. Sunstorm, oh, die wird nochmal weggeschoben. Wollte sich jetzt hier gerade durchschleichen. Schafft es hier aber jetzt. Cody Geiz hat jetzt hier hinten wieder Probleme. So wie es aussieht. Was macht der da? Was macht der Dodo? Er hebt ihn hoch! Was zur Hölle? Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Was passiert hier? Oh. Cody Geiz hat nur noch 45%. 61 bei Krepe. Cody Geiz nur noch 21%. Oh mein Gott. Krepe nur noch 61. 96. 99 bei Lisa. Mrs. Sunstorm ist jetzt hier schon gut durchgekommen. 96%. Ich hoffe, Cody Geiz wird jetzt hier nicht nochmal weggerammt. Nein, das macht er gut. Jetzt kommt er hier ins zweite Gehege. Und auch die anderen Kandidaten schaffen es hinten. Wir bleiben mal vorne an der Spitze. Bei Mrs. Sunstorm, die ist jetzt schon im Gehege, wo letztes Mal fast alle ausgeschieden sind. Mal gucken, ob sie es hier schaffen kann. Schleicht sich auf jeden Fall super durch. Oh mein Gott, das war nice gefahren. Wird jetzt aber verfolgt von dem Iguanodon. Und bleibt hier an dem Schweif hängen. 79% nur noch. Das ist jetzt nicht gut, dass sie hier stehen bleibt. In diesem Gehege darf man nicht stehen bleiben. Das ist tödlich, wirklich. Oh nein. Sie hat jetzt hier ordentlich Hindernisse vor sich. Bleibt jetzt aber hängen und dreht sich fast um die eigene Achse. Oh nein, die drehen sich um die Iguanodons. Oh, ist das knapp. Ich fieber hier gerade richtig mit. Und da wird sie weggeschoben. 44% nur noch. Jetzt muss sie Gas geben. Fahrzeug zerstört. Oh mein Gott, was ist passiert? Oh, hier vorne. Cody Geiz ist ausgeschieden. Mrs. Sunstorm hat es auf jeden Fall geschafft, ins nächste Gehege zu kommen. Die anderen Kandidaten hängen jetzt auch alle hier hinten fest. Oh, oh, oh. Cody Geiz hat einfach gerade schon zu viel Schaden kassiert im Dodo-Gehege. Das war echt bitter. Die anderen Kandidaten kommen jetzt hier, glaube ich, auch durch. Hier ist gerade eine Lücke. Das ist sehr gut. Lisa schafft es jetzt hier auf jeden Fall. Gefolgt von Paula. Paula bleibt jetzt aber nochmal hängen. Und dahinter Krepi Yaya. Okay, da sollte nichts mehr passieren. Wir springen wieder an die Spitze, Leute. Da haben wir... Oh, Mrs. Sunstorm. Die hat auch schon jetzt ordentlich Schaden kassiert. 43 nur noch. Hängt jetzt hier an einem Velociraptor fest. 34%. Oh, 32. Jetzt qualmt sie aber ordentlich. Oh, das wird jetzt gefährlich. Hier vorne beim Engpass stehen auch nochmal zwei Raptoren. Das könnte jetzt hier wirklich für Probleme sorgen. Da kommt auf jeden Fall schon der nächste Kandidat, nämlich Lisa. Die fährt hier super dran vorbei. Und auch Paula. Girls Power. Sehr schön. So, jetzt Miri. Jetzt muss ich durchschlängeln. Oh Gott. Wird hier angefaucht, schafft es jetzt aber. 29%. Sehr gut. Lisa bleibt jetzt hier nochmal hängen. Das ist nicht so gut. Und Lisa wird weggerammt.
48% nur noch. Hat hier eine Kopfnuss gekriegt vom Velociraptor. Und Paula hat es aber gut geschafft. Mrs. Sandstorm ist jetzt hier im Ziegengehege. Sehr schön. Und auch Krepi Jaja ist hier hinten im Raptorgehege angekommen. Aber wir springen an die Spitze. Weil hier sind drei Kandidaten zu sehen. Ja, die Ziegen können auch böse sein. Oh, da wird Miri schon weggerammt. Und nochmal weggerammt. 17% nur noch. Paula wird auch weggerammt. Oh Gott. Paula hat es jetzt ja aber hier geschafft und übernimmt auch die Führung. Gefolgt von Mrs. Sandstorm nur noch mit 17%. Und, oh nein, Lisa wurde jetzt hier nochmal gedreht von den Ziegen. Und wird weiter weggerammt. Ja, die Ziegen können echt fies sein. Das darf man nicht unterschätzen. Wie geht's denn unserem Kandidat da hinten? Ah, der hat es auch geschafft. Sehr schön. Krepi Jaja, sogar noch 51%. Es scheint auf jeden Fall besser zu laufen als beim letzten Mal. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, die beiden Kandidaten hängen hier fest. Oh nein, Mrs. Sandstorm hängt an ihrem Lieblingsdino fest. Ich hoffe, sie wird jetzt hier nicht ausgeschaltet von dem Brachio. Oh nein, Lisa wurde zerstört. Von den Ziegen. Oh mein Gott, nein. Ich hab's nicht gesehen. Krepi hängt da hinten auch noch fest. Lisa ist damit auch raus. Ärgerlich, ärgerlich. Wir bleiben aber an der Spitze. Es ist halt immer schwer, dass ich nicht alles beobachten kann. Es tut mir mal leid für die Kandidaten, die dann ausscheiden, ohne dass ich sehe. Paula Ludewig ist auf jeden Fall hier vorne. Fährt jetzt hier super durch. Hier sind übrigens Troodons drin, in dem Gehege hier. Und ganz viel Wasser, ganz viele Lampen. Also hier wird man ordentlich ausgebremst. Oh, da hinten kommt schon. Das sieht aus wie so ein Unterwassermonster. Dödem, dödem. Niedrige Gesundheit ist kein Auto, das ist ein Dino. Alles entspannt. 16% nur noch bei Mrs. Sandstorm. Das ist nicht gut. Und Krepi Jaja hat 44%, ist jetzt auch im Brachiosaurus-Gehege. Also das sollte er hier auch eigentlich schaffen. Die anderen beiden Kandidaten, wie sieht's da aus? 16% bei Miri, die hängt hier fest. Und Paula fährt hier super durch, wirklich. Die lässt sich hier nicht aufhalten, die Paula. Das ist super, was sie macht. Ist jetzt hier schon im Sumpfgehege. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte gibt's hierfür? 7 Punkte schon. Nicht schlecht, das ist das vorletzte Gehege. Vielleicht kann sie hier das Rennen beenden. Wird jetzt aber eingeklemmt und gegen die Wand gedrückt von einem Spinoraptor. Das ist natürlich gefährlich. Mrs. Sandstorm schafft es jetzt hier auch gleich ins 7. Gehege, obwohl da sind noch ein paar Hindernisse vor ihr. Ein paar kleine fiese Dinos. Schafft es jetzt aber. Super. Sehr gut gefahren. Ich habe noch keine Todesmeldung gehört von da hinten. Also ich gehe mal davon aus, dass er noch lebt. Kann ich mal ganz kurz schauen. Jo, Krepi Jaja hat noch 44%, kommt jetzt auch ins Troodon-Gehege. Also Paula kommt hier wirklich gut durch. Nicht schlecht. Hier seht ihr Mrs. Sandstorm. Versuch mal die Kamera so zu halten, dass ihr beide seht. Paula fährt jetzt gleich ins letzte Gehege. Wenn sie hier das Tor betritt, hat sie 8 Punkte sicher. Sehr gut. Und auch Mrs. Sandstorm ist hier auf einem guten Weg. Kommt jetzt hier gleich nochmal an der Kurve vorbei an einem Spinoraptor. Fährt jetzt aber super dran vorbei, also sollte es hier schaffen. Ja, hier ist so ein kleines Puffergehege, das ist gut. Das heißt, wir können mal ganz kurz nach hinten gucken, was der Kaudi macht. Nicht Kaudi, komme ich nicht darauf. Was der Krepi Jaja natürlich macht. Der ist auch schon hier vorne, okay. Das sieht sehr gut aus, Leute. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ich glaube, ich habe hier keinen Tod gesehen bis jetzt, also kein Ausscheiden. Alles verpasst. Na, kommt auch mal vor. Jetzt kommt hier Paula Ludewig ins T-Rex-Gehege. Fährt jetzt hier mutig. Oh, oh mein Gott. Überschlägt sich jetzt hier mehrfach. Das ist natürlich bitter, ne? Aber es geht hier weiter. Da kommt jetzt aber ein Rexy. Weicht sie super aus. Bleibt. Oh, fährt jetzt hier auf den Schweif von dem Rexy auf. Oh mein Gott. Okay, das könnte jetzt böse werden. Da vorne sehe ich schon andere Rexys rennen. 57% hier. Mrs. Sandstorm überschlägt sich da oben auch. 13%. Oha. Aber das sieht gut aus. Paula schafft es hier. Paula schafft es durch. Wird aber verfolgt von einem Rex. Aber... Oh, das wird knapp. Nee, sie schafft es. Sehr schön gemacht. Und Mrs. Sandstorm kommt jetzt auch hier. Kann sie es auch schaffen? Herzlichen Glückwunsch an dich, Paula. Du schließt das Rennen als Erste ab. Jetzt kommt hier Mrs. Sandstorm und... Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Da wurde sie fast weggerammt. Und auch Mrs. Sandstorm schließt das Rennen ab. Springen wir mal schnell. Ah ne, da hinten sehen wir ihn schon, das ist gut. Also Mrs. Sandstorm fährt mit 12% über die Ziellinie. Sehr gut gefahren.
Und dann haben wir hier noch Krepi Jaja mit 44%. Kann das hier auch noch schaffen. Das werden wir jetzt herausfinden. Erstmal wird er sich jetzt überschlagen wahrscheinlich. Jo. Hier überschlägt man sich irgendwie immer selber. Ziemlich witzig. Da kriegt man sogar Schaden. Deswegen kommt übrigens Dinosaurierbedrohung immer. Wir sind einfach Gäste eingesperrt. Als kleiner Snack für die T-Rexies. Okay. Warum bremst er denn jetzt? Ich glaube, er hat den Motor abgewürgt. Aber das sollte auch er schaffen. Drei Leute schaffen es hier. Wow, okay. Die Strecke ist auf jeden Fall nicht zu schwer. Wir hatten einfach beim letzten Mal Pech. Also, drei Leute schließen hier das Rennen ab. War eine coole erste Runde. Und damit würde ich sagen, springen wir zu Runde 2. So Leute, los geht's mit Runde 2. Hier steht schon Dodo bereit. Wir öffnen die Pforten und dann bin ich sehr gespannt. Wir haben übrigens der Alpha Phoenix, eine Meinung, Lennox, Jamie und Darth Vader. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer sich hier durchsetzen kann. Team Retro kommt auf jeden Fall am besten durch, hat auch die Innenbahn hier. Aber das ist nicht immer gut, haben wir ja vorhin auch gesehen. Eine Meinung kriegt hier einen Hieb ab, aber noch keiner hat Schaden bekommen hier. Ist natürlich bitter, wenn man hier Leben verliert. Team Rot und Blau blockieren sich erstmal völlig. Auch nicht schlecht. So. Oh, eine Meinung! Wird hier komplett eingeklemmt. Habt ihr das gesehen? Nur 3% Schaden dafür. Okay, das ist lucky. Der hätte sie sogar wegglitschen können. Die wurde gerade zwischen zwei Dodos eingeklemmt. Wird jetzt aber hier weiter weggeschoben. Oh, wie gemein. Oh mein Gott. Oh! Darth Vader wird jetzt auch komplett weggeschoben. 78%. Die Dodos machen jetzt hier richtig Ärger. Das ist echt krass. Okay, ansonsten läuft es hier ganz gut. Der Alpha Phoenix 100% einfach so durchgefahren. Kein Problem. Ja, Team Blau wird jetzt hier nochmal weggeschoben. Und auch Team JWE. Okay, die Kandidaten blockieren sich halt jetzt so ein bisschen gegenseitig. Wir springen aber mal an die Spitze. Das hier ist nämlich ein sehr schwieriges Gehege, was der Alpha Phoenix gerade betreten hat. Das ist mit den Iguanodons. Und er bleibt hier stehen. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh nein, Alpha Phoenix. Darfst du nicht stehen bleiben? Die sind aggressiv. Die sind wirklich aggressiv, die Dudes. Irgendwas passiert schon wieder. Oh mein Gott, ich verpasse heute so viel. Ich habe heute kein Glück, was das Zuschauen angeht. Aber kann man nicht ändern. Aber Alpha Phoenix macht das jetzt hier super. Springt hier mit einem Supersprung an den letzten Iguano dann vorbei. Wird hier zwar verfolgt. Oh, er wird noch verfolgt. Das wird knapp. Ne, schafft es aber. Sehr gut gefahren, Alpha Phoenix. Sehr, sehr gut gefahren. Was ist mit den anderen Kandidaten? Hängen die da alle noch hinten fest? Ja, alle vier hängen noch hinten im Dodo-Gehege fest. Darth Vader, 76. Jamie, 100. Eine Meinung, 89. Und Lennox, der fährt jetzt an eine Meinung vorbei, weil sie wohl zu lange braucht. Aber ihr habt es jetzt auch geschafft, so wie es aussieht. Das Problem ist jetzt, die Kandidaten sind wieder sehr weit auseinander. Das heißt, wir werden wieder sehr viel verpassen hier. Bleiben mal kurz an der Spitze. Das ist Alpha Phoenix. Der düst hier einfach durch. Ganz ohne Probleme. Könnte jetzt gleich nochmal Probleme kriegen mit den Raptoren, wer weiß. Bleibt ihr jetzt hängen? Das ist nicht gut. Direkt verfolgt von dem Velociraptor. Jetzt gibt er Gas, das ist sehr gut. Sollte jetzt hier durchkommen ins... Oh, er wird aufgehalten von dem Humalocephale. Schwieriger Name. Schafft es jetzt ins Ziegengehege. Springen wir mal kurz zurück. Bin ich ja mal gespannt, was hier abgeht. Oh Gott. Hier wird es jetzt böse, Leute. Darth Vader wird weggeschoben. Doch Team Blau, das ist Lennox. Das wird jetzt hier richtig, richtig böse werden. Oh, oh Gott. Jamie bleibt jetzt hier auch hängen an dem Schweif. Wird eingeklemmt. Oh, und auch eine Meinung. Gegen den Iguanodon hier gesprungen. Eieiei. Und Darth Vader kommt jetzt auch. Aber Lennox hängt da hinten noch fest. Das ist ärgerlich. Jamie hat es jetzt geschafft. Oh, die anderen zwei. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die werden jetzt hier ordentlich weggeschoben. Eine Meinung und Darth Vader. Oh, da hinten ist Lennox ausgeschieden. Habt ihr es gesehen? Eieieiei. Eine Meinung hängt jetzt hier immer noch ordentlich fest. Darth Vader schafft es jetzt hier. Sehr gut gemacht. Eine Meinung ist hier wirklich in der Bredouille noch. Nach links ziehen. Oh mein Gott. Kriegt jetzt hier nochmal einen Schweifhieb mit. Jetzt vorbei. Jetzt kann sie es schaffen. Gib Gas. Perfekt. Sie schafft es, oder? Jo, sie schafft es. Springen wir an die Spitze, Leute. Wir haben wieder viel verpasst. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, wenn ich ehrlich bin. Wo sind denn die Kandidaten? Ich sehe hier vorne noch Jamie.
wir hier vorne Darth Vader. Und hier ist der erste. Oh, der ist schon hier vorne im Brachiosaurus-Gehege. Springen wir mal ganz an die Spitze. Bin ich ja mal sehr gespannt, was hier los ist. Das ist der Alpha-Phönix. Der noch 100%, nee, 63%. Die Kandidaten sind sehr weit gesplittet. Also ich werde sehr viel verpassen, was die Kameraführung angeht. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Eine Meinung sehe ich hier hinten noch. Dinosaurier. Darth Vader wurde zerstört. Oh, hier vorne von den Raptoren. Und Dings, eine Meinung und Jamie sind hier auch in der Bedrohung. Eine Meinung wird jetzt hier auch nochmal weggerammt. Jamie hängt hier auch noch fest. Na, da ist Darth Vader. Oh, oh. Oh, wird jetzt hier nochmal von den Homalocephaler weggeschoben. Und eine Meinung kommt jetzt auch. Und die beiden quetschen sich durch, kommen jetzt ins Ziegengehege. Wir springen wieder an die Spitze. Also heute verpassen wir wirklich viel. Manchmal hat man so Tage. Der Alpha Phoenix ist jetzt hier schon im... Ja, wie nennt man das Gehege? Ich weiß es nicht. Wird jetzt hier leicht weggerammt. Aber ich habe das Gefühl, die Trotons, die machen kaum Schaden. Also ich glaube, die scheinen nicht so gefährlich zu sein. Aber wahrscheinlich jetzt, wo ich es gesagt habe, wird der jetzt hier gleich zerstört. Wer weiß, wer weiß. Ja, er schlängelt sich hier aber super durch. Kommt jetzt schon ins nächste Gehege hier. Hinten wieder Dinosaurierbedrohung. Wir springen jetzt mal nicht zurück. Oder? Ja doch, wir springen zurück. Ah. Wieso verpasse ich immer so viel? Oh Gott, die Ziegen. Die drehen hier durch. Eine Meinung, 14%. 30. Oh, 11% nur noch. Wird jetzt ins nächste Gehege katapultiert. Hat es jetzt hier geschafft. Okay, das ist krass. Springen wir wieder an die Spitze. 9% nur noch bei einer Meinung. Ich will aber hier die Spitze nicht verpassen. Oh, 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 oh. Alpha wird verfolgt von einem Spinoraptor. Okay, er schafft es jetzt hier aber auch. Durch dieses Gehege durch. Hier ist kein Dinosaurier mehr im Weg. Sollte es also hier schaffen. Springen wir wieder zurück. Nehme ich hier ins Brachio-Gehege. Dort haben wir eine Meinung. Die fährt jetzt hier super durch. Mit nur noch 11, 9% sogar nur noch. Und Jamie haben wir gefolgt. Schafft es jetzt ja auch noch, sich gerade so durchzuschlängeln bei dem Brachio. Krass. Und die beiden kommen jetzt hier sogar auch schon ins nächste Gehege. Nicht schlecht. Team Rot und Team VIP. Oder Team Orange. In das Trodon-Gehege. Das könnte natürlich jetzt fatal werden mit nur 9% Leben. Wer weiß, wer weiß. Aber wir gucken natürlich Alpha Phoenix zu. Der kommt jetzt hier ins letzte Gehege. Betritt es als Führender. Und fährt jetzt hier hoch. Ich glaube, dieses Gehege kann auch nochmal echt tödlich sein. Dieser Krater da oben ist echt schwierig, weil man da sich immer selber überschlägt und dadurch stehen bleibt. Stehen bleiben ist halt immer tödlich. Gerade wenn hier zwei Rexys um einen herum stehen. Oh, er überschlägt sich nicht. Das hat er gut gemacht. Das spart Zeit. Dadurch bleibt er nicht so lange stehen. Sehr gut gefahren, Alpha Phoenix. Oh Gott! Mehrfacher Überschlag, weil hier ein T-Rex im Weg schläft. Oh mein Gott. 60%. Also hat nicht so viel Schaden bekommen. Das war ja ein krasser Stunt. Nicht schlecht. Aber jetzt könntest du es schaffen. Hier ist nicht mehr viel im Weg. Los, Alpha Phoenix. Gib Gas. Okay, das schafft er. Da ist nichts mehr im Weg. Es kann nichts mehr passieren. Wenn er hier durchs Tor ist, springen wir zu den anderen. Das zählen wir dann einfach mal, dass er es als erster geschafft hat. Sehr gut. Sehr gut gefahren, der Alpha Phoenix. Da sollte nichts mehr passieren. Wir springen zurück hier hinten hin. Hier haben wir nämlich noch Kandidaten, nämlich eine Meinung mit 9%. Damit hat Alpha Phoenix es auf jeden Fall als erst abgeschlossen. Oh Gott, eine Meinung hängt jetzt hier fest. Das ist gefährlich. Fährt jetzt aber super dran vorbei. Sehr schön gemacht. Und was ist hier hinten los mit Jamie? Jamie hängt da ein bisschen fest, hat aber noch 66% Leben. Also sieht noch ganz gut aus bei dir. Also heute scheinen die Kandidaten wirklich besser drauf zu sein als beim letzten Rennen. Da sind ja alle wirklich sehr früh ausgeschieden. Oh nein. Eine Meinung bleibt jetzt hier stehen und scheidet aus. Bitter, bitter, bitter. Gegen einen Spinoraptor. Ja, kann man nichts machen. Damit haben wir nur noch einen Kandidaten im Rennen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist Jamie. Kann Jamie es jetzt hier auch noch schaffen? Eine Meinung hat übrigens 7 Punkte gesammelt. Aber also auch nicht schlecht. Wird auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, weil ich glaube, Mrs. Sunstorm hatte das Rennen abgeschlossen. Also wird auf jeden Fall eine sehr gute Punktzahl. Könnte hier zum Sieg reichen, wer weiß. Könnte natürlich auch sein, dass Team Rot hier gewinnt, wenn Jamie jetzt hier super fährt. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf, wie die Punkte so stehen. Wird jetzt hier weggerammt. 16% nur noch bei Jamie. Und auch damit ist
Jamie hier zerstört. Im gleichen Gehege wie eine Meinung. Uff, die Spinoraptoren haben jetzt hier nochmal richtig gezeigt, was sie drauf haben. Aber das war echt ein spannendes Rennen. Und ich weiß nicht, wer hier gewonnen hat. Das müsste ich jetzt gleich mal zusammenrechnen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Siegerehrung. Ich habe alles soweit zusammengerechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Aber Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt hier mit dem ersten Platz von hinten an. Der geht leider heute an Team Rot mit Lisa RSC und Jamie Müller. Ihr habt insgesamt 11 Punkte erreicht, also keine schlechte Leistung. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und bitte nicht traurig sein. Der vierte Platz, der geht heute an Team Blau mit Krepe Jaja und Lennox. Insgesamt 13 Punkte erfahren. Auch eine sehr gute Leistung. Vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Damit kommen wir schon zur Medaillenvergabe, ne? Zum Treppchen. Nämlich der dritte Platz und damit die Bronzemedaille, die geht heute an Team Retro mit Cody Guides und der Alpha Phoenix. Insgesamt 15 Punkte erfahren, auch eine sehr solide Leistung. Vielen Dank fürs Teilnehmen auch an euch. Und damit kommen wir schon zur Silbermedaille und logischerweise auch zur Goldmedaille. Das ist heute, also die Silbermedaille, kommen wir erstmal dazu. Die geht heute an Team JWE mit Paula Ludewig und Darth Vader. Insgesamt 16 Punkte, eine sehr gute Leistung. Allerdings, ich glaube zum ersten Mal gewonnen hat Team Orange mit Mrs. Sunstorm und eine Meinung, denn die haben insgesamt 19 Punkte erfahren. Eine richtig, richtig gute Leistung und damit geht der Sieg heute an Team Orange. Ich glaube, Mrs. Sunstorm hat das Rennen sogar abgeschlossen, also auf jeden Fall verdient hier gewonnen. 19 Punkte ist eine klasse Leistung und schreibt mich einfach im Discord an und dann bekommt ihr auf jeden Fall euren Gewinn. Und jetzt kommen wir noch dazu, wie ihr hier beim nächsten Dinosaur Death Race teilnehmen könnt. Erstmal an die Leute, die bei der Videopremiere mit dabei sind. Ihr könnt jetzt Hashtag DDR in den Live-Chat schreiben. Mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal oder beim nächsten Rennen mit dabei. Und die Leute, die das Ganze im Nachhinein sehen, also als Video, die können natürlich auch Hashtag DDR in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid dann auch ihr beim nächsten Dinosaur Death Race mit dabei. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, so wie ich. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund, steckt euch nicht an. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.